Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. So, im Hintergrund läuft der Upload für euch schon. Für die Folge, die ihr jetzt am Dienstag gesehen habt. Man muss sich das so ein bisschen einteilen. Planänderung. Wir machen was ganz anderes. Ich habe natürlich wieder vergessen, was ich für einen Computerchip brauche. Ah, okay, Tischkorallenprobe. Haben wir hier, glaube ich, hoffentlich noch. Haha, aber auch gerade mal so. Habe ich Silber zufälligerweise hier irgendwo rumdümpeln? Oder habe ich hier kein Silber? Na komm, ich kenne mich, ja? Nee. Gut, Silber haben wir drüben. Ich will mir jetzt so ein Erste-Hilfe-Kit-Dingenskirchens da machen. Das wäre gerade auch mal. Wow. Black. B. Silber. Ah, da. Dann kann ich mir den ja mal eben hier hinstellen. Den Computerchip. So, und dann brauchen wir dafür noch 5 Titan und Fasergewebe. Dafür bräuchten wir doch. Heißt das nicht mal, hieß das nicht mal Fasergeflecht? Schlingpflanzenprobe. 2x. 3 haben wir noch drüben. Das ist draußen gehupt oder bei mir im Kopf? Ich hoffe, ihr habt es auch gehört. Okay, alles klar. Ja, ich habe auf alle Fälle gute Laune. Nein! Ey, jetzt ausgerechnet vor. Ja, Leute. Ich jetzt aus. Na, komm, echt ein Schlag und jetzt ist meine Klinge weg. Okay, alles klar. Na denn? Dann machen wir uns wohl eine neue. Okay, so. Machen wir uns erstmal hier die beiden, dass wir ein bisschen Platz wieder im Inventar haben. So, was brauche ich denn jetzt für ein Messer? Für ein Messer dürfte ich doch nicht so viel brauchen. Silikongummi und Titan. Sag bloß nicht, dass ich auch kein Silikon. Hier habe ich auch noch einen Zahn gehabt. Ja gut, macht nichts. Für Silikongummi brauche ich 3 von den. Ach, das ist aber ein Problem jetzt. Jetzt drehe ich mich aber im Kreis, ne? Na gut, die kann ich pflücken. Dafür brauche ich kein Messer. Aber ich habe jetzt keine Lust. Oh, okay, machen wir das. Ja, da wo ich hingehe, hätte ich ganz gerne ein paar Erste-Hilfe-Kits dabei. Nein, wir gehen nicht in das Lava-Biom. Da gehen wir noch hin, auf jeden Fall. Ich will das ja auch sehen. Aber wie gesagt, das Update wird noch ein bisschen dauern, bis es kommt. Und ich möchte mir die Zeit bis dahin so ein bisschen einteilen. Ich will nicht irgendwie gleich in der ersten Woche alles Neue angucken. Und dann, ja, dann sehen wir nur noch alte Sachen. So, deshalb mache ich das so. Ich würde mir ganz gerne eine Kaffeemaschine besorgen. Und da gibt es entweder in den Safe Shallows gibt es, naja, nicht wirklich einen Wrack. Da gibt es so ein paar Trümmerteile in den Safe Shallows. Hä? Ach so, okay, wollte gerade sagen. Silikongummi, so, du kommst jetzt hier rein. Ich weiß, dass du da nicht reingehörst. Und jetzt brauchen wir ein bisschen Titan und dann können wir uns hier ein Messer herstellen. Moment, ich muss mal kurz weiter laut denken.
Als Folge des Massakers auf Obraxis Prime wurden Waffen aus sämtlichen Standard-Überlebensbauplänen entfernt. Als grundlegendes Überlebenswerkzeug der letzten 2,5 Millionen Jahre bildet das Messer die einzige Ausnahme. Das tut uns leid. Okay, sehr geil. Das tut uns leid. Was? Achso, ein Diamant, ne? Wollte ich gucken, ob ich hier irgendwo einen habe. Na, hier habe ich wahrscheinlich keinen. Den habe ich wahrscheinlich auch wieder drüben. Ja. Ah, was ist das? Okay, das ist mir aber egal. Wir holen uns jetzt beides. Da drüben noch zwei Schlingpflanzen und dann auf dem Rückweg außer Cyclops eben Diamanten. Da habe ich, glaube ich, noch irgendwo. Klar habe ich da noch welche. Ich habe da noch welche. Ich habe die noch nicht alle verbraucht. So, mehr Schläge will ich damit auch nicht machen, weil das Messer verbraucht sich doch deutlich schneller als die Titanklinge. Aber das war jetzt am effizientesten. So, und zwar, ja, wie gesagt, gibt es in den Safe Shallows, gibt es irgendwie so ein paar Wrackteile, will ich sie mal nennen, und da würde man die Kaffeemaschine finden. Ist aber langweilig. Und außen ist der Weg sehr weit von hier aus. Und ich weiß auch offen gestanden nicht, wo in den Safe Shallows. Das könnte doch etwas weiter weg sein. Da. Alles klar. Dann brauchen wir insgesamt 5 Titan. Und was brauchen wir noch? Nichts, das war's. Dann packen wir das Ding mal daran. Boah, dauert das lange. Das ist eine steife Hand. Na toll, jetzt ist noch keins drin. Ich dachte, das kommt gleich mit einem. Habe ich hier überhaupt irgendwo Erste-Hilfe-Kits? Nee, ne? Ich habe gar keine, oder? Das wäre jetzt mal echt blöd. Lass uns mal eben drüben gucken. Wir fahren auch nur mit der Motte. Weil es gibt noch ein... Ich muss doch irgendwo... Habe ich doch noch Erste Hilfe jetzt, ne? Gar keine. Das ist ein bisschen doof. Gar keine. Das ist jetzt ein bisschen blöd, ne? So ganz ohne. Lass uns hier mal eben. Ich muss ja eh was essen. Dann kann ich das auch hier eben tun. Ja, wie gesagt, das ist Safe Shallows. Dachte ich mir, ach komm, das brauchst du jetzt auch niemandem irgendwie zeigen oder so. Das heißt, wir gehen ins Deep Grand Reef. Und zwar in dieser verlassenen Basis, die da ist. Da gibt es auch wohl angeblich eine Kaffeemaschine mittlerweile. Und die möchte ich scannen. Und da können wir nur mit der Motte hin. Das würde wohl funktionieren. Das möchte ich ganz gerne angehen. Das klingt auch nach einem kleinen Abenteuer. Das ist das, was mir jetzt gerade irgendwie gefallen würde. Habe ich mir jetzt so zwischen den Aufnahmen überlegt. Und ja, dann machen wir das einfach mal. So, wir schaffen ein wenig Platz. Ich brauche mindestens... Oh, komm. Ja gut, sonst muss ich es ohne versuchen. Okay, machen wir unsere Motte mal eben abflugbereit. Dafür brauchen wir definitiv diese drei Dinger. Das heißt, wir nehmen den Kofferraum hier raus und schmeißen Sonar und... Ja gut, das Solarmodul wird uns, glaube ich, nicht sonderlich viel hier helfen. Das ist aber okay. Wir wollen ja nur was einscannen. Der Scanner hat auch noch genug Batterien. Ich sollte vielleicht was
Könnte der sich da eigentlich mal vermehren, der... Ja, Blätter, das wäre eigentlich ganz praktisch. Weil ich doch nichts zu trinken jetzt hier habe. Nee. Gut, dann müssen wir sehen, dass wir so klarkommen. Jetzt funktioniert überhaupt noch? Der hat doch sonst echt alle 30 Sekunden so ein Ding rausgerotzt. Das kann doch nicht angehen. Jetzt kommt nichts mehr hier. Der muss doch funktionieren. Ah, ich will jetzt nicht noch länger warten. Gut, gehen wir halt ohne. Mir auch egal. Dann muss ich halt echt aufpassen auf mich. Dann muss ich halt einfach echt auf mich aufpassen. Gut, machen wir das. Wir haben hier das, den Akku mal hier. Das, da hatten wir schon mal das erste Problem. Da muss eine Batterie rein. Die 8% Geschichte können wir hier mal aufladen. Den will ich auf 5 setzen. Den Bilder brauche ich nicht. Den können wir entfernen. Den Scanner auf ruhig auf 3. Die Lampe auf 2. Auf 5. Und die Taschenlampe auf 4. Wobei Taschenlampen da zu verwenden ist nicht die cleverste Idee. Das wissen wir ja mittlerweile. Komm, jetzt gib mir ein Erste-Hilfe-Kit. Das kann doch nicht angehen. Macht das Geräusche? Nee, das ist Ladegerät. Gut, okay, dann gehen wir jetzt so los. Weil sonst ist die Folge um. Wir sind ja schon bei 11 Minuten. Das ist ja blöd. Das ist ja blöd. Nix. Ich will da einsteigen, Mensch. Lass mich doch noch einsteigen. Oh, ich spiel. Ich krieg die Krise hier. Was hat er denn jetzt schon wieder für ein Problem? Mann, 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 Mann. Au, au, au. Hab mich von der Meldung da verrückt machen lassen. Was denn? Oh shit. Ich hab's vergessen. Der Bug. Uiuiui, den habe ich vergessen, dass man die einmal raus und wieder rein... Boah, das ist ja übel. Das ist ja echt übel. Boah, der war jetzt gut runter. Noch 2 Sekunden später und das Ding wäre hinüber gewesen. So, okay. Ich speichere jetzt erst einmal, weil nicht, dass ich da während der Fahrt, dass sich das Spiel aufhängt oder sowas. So. Ja, und wie gesagt, damit können wir da aber rüber. Das müsste eigentlich... Ich wollte gerade sagen, ey, gut, dass ich gespeichert habe. Das ist gerade echt schwierig hier. Spiel. Jemand hat mich gefragt, hey, Will, du hast gar keine Ruckler. Wie machst du das? Ich habe keine Idee, aber ich habe Ruckler. Und zwar richtig gute, muss ich sagen. So, aber das müsste eigentlich am schnellsten sein, wenn wir hier einfach zum Deep Grand Reef Ausgang fahren. Das müsste in diese Richtung sein und ich müsste da auch mit der Tiefenangabe hier hinkommen. Und ich, also ihr seht es ja selber, es steht ja gerade hier, mehr oder weniger. Ich muss doch hier an diesem Skelett dann mal vorbei. Dann komme ich doch zum Deep Grand Reef oder bilde ich mir das ein? Müsste ich doch kommen, ne? Muss ich nach links oder kann ich auch hier entlang? Das sieht da hinten so aus, als würde es weitergehen. Und gleich entscheidet sich das Spiel, dass es nachladen will. Und dann sieht es nicht mehr so aus, als würde es da weitergehen. Hm, pass mal auf, das wird gleich passieren. Hier wird gleich dicht gemacht. Oder bleibt da oben was offen? Ich kann es noch nicht genau sagen. Hier waren wir hier schon mal. Hier war ich doch noch nie.
Oder? Das sieht doch so neu da unten aus. Hey, nee, die kenne ich echt noch nicht. Ist hier gerade mal safe oder so? Da will ich ein Foto von machen. Das kenne ich noch nicht. Das sieht neu aus. Das sieht gut aus, muss ich sagen. Ein bisschen Schiss, was die Geräusche hier angeht. Kann ich davon was mitnehmen? Nee. Kann ich davon was mitnehmen? Kann ich die scannen? Oh, von denen hätte ich aber ganz gerne welche. Oh, was? Warum? Das sollte ich jetzt nicht so häufig machen. Okay, das Zeug ist richtig giftig da unten. Hier komme ich zum Blood Cape. Das möchte ich ja irgendwie nicht. Wieso ist hier eigentlich Blood Cape? Ach, haben die nicht gesagt, dass es noch ein neues Blood Cape Biom gibt? Die hatten doch mal was gesagt. Ist es das? Oder gibt es jetzt einen neuen Zugang? Wow, opa. Wow. Ist es das neue Blood Cape oder ist das... Na, muss ja, ne? Ich habe gerade leichte Orientierungsprobleme. Gut, wir lassen sie mal wieder zurückfahren. Also wie gesagt, wenn ihr mal barfuß seid, nicht da reinspringen. Ist nicht so cool. Wir müssen jetzt wieder irgendwie zu dem... Ja. Zu dem Skelett und dann mal rechts abbiegen. Dann geht's da wahrscheinlich entlang. Wow. Der ist aber richtig angepisst. Oh, die Geräuschkulisse ist hier der Hammer. Was hast du denn da plötzlich? Ich hab doch gar kein Licht an. Lass mich doch in Ruhe. Jetzt habe ich es kurz angemacht, nur dich zu ärgern. So, dann geht's da zum Deep Grand Reef. Das sind ja aber noch mehr von den Viechern. Das ist ja das Problem, ist ja in die Basis zu kommen. Na, na, na. Also das wird ja das Hauptproblem, in die Basis zu kommen. Und den habe ich jetzt hier gar nicht erwartet. Hier bin ich doch nicht richtig, oder? Die Musik wird bedrohlich und ich habe Standbild. Ich hoffe, ich finde das noch diese Folge. So lang? Aha. Oh, viele von denen rum. So, irgendwo hier muss ja diese Basis sein. Aber hier ist ja wirklich gefährlich. Da ist sie. Aber wir sind ja sogar noch in der Zeit hier. Es ruckelt, es ruckelt, es ruckelt, es ruckelt, es ruckelt. Und wo ist der Eingang hier nochmal? Jungs! Der kam ja aus dem Nichts. Okay, die hassen alles, was mit Strom zu tun hat.
Ich hoffe, der lässt mich in Ruhe, wenn ich mich jetzt unauffällig verhalte. Aber er könnte vielleicht mal von dem Eingang da weggehen. Das wäre ganz reizend. Cool. Bloß keine Taschenlampe anmachen. Das ist etwas, was ich auf gar keinen Fall machen darf. Ich nehme den mit, aber das heißt nicht, dass ich ihn lese. Nee, den lese ich nicht. Es tut mir leid, den lese ich erst nach dem Neustart. Wirklich. Das ist, gib mir die Möglichkeit dazu, bitte. Ich nehme sie jetzt aber trotzdem mit. Wo ist denn hier die Kaffeemaschine, die man scannen können soll? Laborausrüstung könnte man nehmen. Könnte man mitnehmen, warum nicht? Ja, okay, wenn wir noch schon mal hier sind, nehmen wir nochmal ein zweites Artefakt mit. Ich glaube, die Kaffeemaschine ist hier drunter. So, wehe, das Vicky hat gelogen. Das Vicky hat gesagt, hier drin würde ich die Kaffeemaschine... Oh, endlich da ist er. Ich brauche bald Luft. Aber wir haben noch Zeit für ein Thumbnail. So, dich nehmen wir auch mit. Wir sind dann mal weg. Jetzt wird es auch gleich Zeit mit Sauerstoff. Mal gucken, ob meine Motte noch da ist. Ja, ist sie noch. Jetzt brauche ich meine UI. Welcome aboard, Captain. Ha, na, hast dich verfangen, was? Nase. So, Thumbnail haben wir. Alles klar. Dann fahre ich jetzt mal wieder zurück und lecke meine Wunden, würde ich sagen. Ich betrachte die Folge jetzt gerade mal als vorbei. Würde mich freuen, wenn ich euch dann nächste Folge wiedersehen würde. Mal gucken, ob es hier zurückgeht. Irgendwo ging es hier rein. Könnte schwieriger werden, das zu finden. Ich bin mir nicht sicher, wobei ich müsste eventuell einfach nur der Anzeige, wo es zu mir nach Hause geht, mal folgen. Da unten muss es doch entlang gehen. Oh, wo sind denn überhaupt meine Anzeigen hin? Wo geht's denn hier nach Hause? In die Richtung. Ja doch, ich würde sagen, hier lang. Was war das? Oh, habe ich mich verjagt? Mensch, Leute. Ich glaub's nicht. Ich habe gerade keine Ahnung, wo ich lang muss. Naja. Wisst ihr was? Ich repariere mich erstmal. Okay, wir sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann. Tschüss.